Hi ihr Lieben, willkommen bei Yesilicious. Heute gibt es ein kleines Getränkespecial und wir werden heute Tee Tarik machen. Das ist ein Tee aus schwarzem Tee. Wir werden dafür heute den Lipton nehmen. Ihr könnt aber auch anderen schwarzen Tee nehmen. Das Wichtige ist nur, er muss stark sein. Und dazu kommt noch Kondensmilch. Dafür habe ich jetzt eine aus dem Asialaden, die ist jetzt auch schon offen. Aber ihr könnt auch normal aus dem Supermarkt nehmen. Das ist ein Getränk, was sehr, sehr beliebt ist in Malaysia und was man da auch fast überall bekommt. Und wie der Name schon sagt, wird das Getränk gezogen. Also Tarik bedeutet ziehen. Und was genau das bedeutet, das seht ihr gleich. Für eine Tasse Tee Tarik nehme ich 2 Beutel schwarzen Lipton-Tee. Denn die Malaysia-üblichen schwarze Teesorten habe ich hier leider nicht gefunden. Und wie schon gesagt, ihr könnt auch anderen schwarzen Tee nehmen. Natürlich könnt ihr auch nur einen Teebeutel nehmen oder auch losen Tee mit Filter. Es ist nur wichtig, dass es ein richtig starker schwarzer Tee wird. Die Beutel übergießen wir jetzt mit heißem Wasser. Das sind bei mir gerade 250 Milliliter, aber da müsst ihr natürlich nicht so penibel wie ich abmessen. Das mache ich gerade nur, damit der Tee auch schön genau in mein Glas nachher passt, wo ich ihn reinfüllen werde. So, den lassen wir jetzt 5 Minuten ziehen, beziehungsweise bis er eben schön kräftig ist. Jetzt kommen die Beutelchen raus und wir geben die Kondensmilch dazu. Dazu habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass es sich hierbei um gezuckerte Kondensmilch handelt. Davon gebe ich jetzt 3 Esslöffel zum Tee. Wie viel ihr dabei reingeben wollt, könnt ihr nach eurem Geschmack richten. Manche geben auch noch etwas ungezuckerte Kondensmilch mit rein und andere wiederum geben noch zusätzlich etwas Zucker dazu. Wobei ich finde, dass gezuckerte Kondensmilch schon süß genug ist. Hierbei handelt es sich aber schon um ein recht süßes Getränk. Da müsst ihr einfach schauen, wie es euch am besten passt. Das verrühren wir noch schnell, damit nicht zu viel am Boden kleben bleibt. Dann kommen wir zum Ziehen des Tees. Das ist nichts anderes als das Hin- und Hergießen des Tees zwischen 2 Behältern bzw. Tassen, wobei bei Tassen leicht etwas daneben geht, wenn man nicht zu geübt ist, deswegen habe ich diese 2 Kannen genommen. Und beim Umgießen, was ich so circa 5 bis 7 Mal mache, geht man dann auch so hoch bzw. etwas weiter weg vom anderen Gefäß, um den Tee sozusagen also zu ziehen. Die Profis kommen dabei ganz hoch bzw. weit auseinander. Durch dieses Strecken bzw. Ziehen erhält man einen schönen Schaum auf dem Tee und natürlich kühlt der Tee auch dabei ab, sodass man ihn direkt danach schon trinken kann. Er vermischt sich dadurch natürlich auch so schön mit der Milch und es wird gesagt, dass der Tee durch dieses Ziehen ein besseres Aroma entfaltet. Ich habe ihn jetzt 7 Mal umgegossen und jetzt kommt er ins Glas. Schaut euch mal diesen schönen dichten Schaum darauf an. Und die perfekte Trinktemperatur hat er auch direkt. Damit ist der Tee Tarik, der zu einem meiner Lieblingstees gehört und der mich auch an ganz viele schöne Sachen erinnert, auch schon fertig. Und ich hoffe, euch gefällt er genauso gut wie mir und würde mich natürlich über Daumen hoch, Abonnenten und auch Teilen freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!